Gut, wir haben jetzt circa ein Viertel des Spiels. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja, das ist 2 Stunden Spielzeit tatsächlich eine sehr realistische Einschätzung wahrscheinlich. Oh boy, Johnny, Johnny, John. Plop. Oh. Aha. Okay. Schnell, steh auf, Johnny. Ja. Ups. Oh, es hat komisch geblinkt. Ja, wie ich es mir dachte, wir müssen da tatsächlich uns einreihen. Gut, dass wir direkt hier unter Stasi-Beobachtung stehen, hätte ich nicht gedacht. Die haben immer wieder Zuckungen. Okay, da hinten muss man springen. Okay. Wow, was ein krasser Test. Ach, diese Leute mit Maske haben auch Familie und alles. Wir werden überprüft, ob wir hier gute Ware sind. Was machen die danach? Die drehen sich um, okay. Gar keinen Bock hier schon bei Germany's Next Topmodel rausgeschmissen zu werden in der zweiten Runde. Also. Passt. Warum sind wir so im Rampenlicht? Oh, das war knapp, aber lass mal noch durchgehen. Okay, das Big Brother ist weg. Oh, der Hund ist da. Ah. Du feiner Hund. Ich glaube, wir müssen gleich rennen. Sobald er sich loslöst. Jetzt? Jetzt. Hallo! Hi! Boah, diese fucking Hunde haben aber ein Tempo drauf. Da habe ich gar keinen Bock. Okay, und er ist noch. Er hat da noch mehr Bock drauf. Ich glaube. Nein, nicht meine Lieblingskörperteile! Okay, ich glaube, wir müssen ihn pranken. Er kommt vorbei. Ich warte einfach hier unten. Passt. So, verarscht. Arschloch. So. Ciao. Was ein geiles Zombie-Ding hier. Ja, fahr mich noch weiter. Wobei. Hier ist auch nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob wir den noch brauchen. Nee, eigentlich nicht. Doch. Doch. Ha. Hab schon mitgedacht. Warum es hier so eine Erhöhung gibt. Der Hund da hinten, der heult immer noch alles voll, aber... Das, ups. Warte mal, Kumpel. Nimm mich mit. So. Hui. Das ist so witzig, wie wir selbst, wie Johnny hier agiert. Okay, wir können uns hier abstellen. Ich glaube, das... da oben ist nochmal eine Druckplatte, oder? Sehe ich das richtig? Also, wir chillen mal hier. Da oben ist auch nochmal ein Helm. Okay, wir müssen quasi eins höher.
Aha. Unseren Zombie-Freund bringen wir über den zweiten Apparat da nach hinten oben. Jetzt ist aber die Frage, wie kommen wir da hoch? Oder machen wir Folgendes? So? Ha! Wir haben nochmal einen Kumpel. Cool. Schön. Okay. Ah! Ups. Ihr habt nichts gesehen. Ich schlaf da unten nur. Okay. Wir schieben uns rüber, springen hier hoch, springen darüber, haben unseren nächsten Best Buddy und landen hier, weil dann können wir entspannt loslassen. So, dann lassen wir los. Einmal trennen, gehen nochmal hoch. Dann haben wir nur noch unseren einen Buddy-Kumpel, Mannequin. The Mannequin of Mankind. Manuel Quinn. Oh. Okay, ich würde sagen, hier sind wir ganz perfekt mittig. Machen wir das Tor auf. Warum auch immer jemand da oben einen Schalter haben sollte. So. Hi. Was macht ihr unten? Überprüfen alles. Ah, das war ein bisschen blöd. Okay. Wir sind am besten noch ein bisschen weiter links. Bevor wir da loslassen. So, hier reicht's mir tatsächlich. Ja, wobei es ein bisschen zu weit. So. Ich wollte richtig cool in der Mitte durchböllern, aber... So, wir halten gedrückt und fallen lassen. Platsch. Gluck, 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 gluck. So, was haben wir denn auf der anderen Seite? Nichts. Ich wollte wieder eins dieser coolen Partydichter finden. Tja. Die gibt's leider nicht überall. Nur da, wo die fettesten Raves sind in diesem Game. Okay, wir brauchen Luft, oder? Ja. Wir. Okay, schon wieder rum. Oh, wir müssen einen Geheimgang finden, oder? Aber da ist der Boden. Okay, einmal Luft. Zweimal. Dreimal. Viermal geht auf jeden Fall. Gut. Hier kommen wir nicht hoch. Da ist was Komisches. Okay, hoch. Ich glaube, er ist offen, oder? Nee, es geht sogar. Oh. Soll ich dich? Warte, kann ich dich erstmal nach da hinten schieben? Ist da irgendwas oben? Nö. Na gut. Dann, ups, in andere Fahrtrichtung. Jawohl, wir sind wieder auf festem Lande. So, aber was ist unsere Mission? Wollen wir die wirklich befreien? Okay, wir senken den Wasserpegel. Mehrfach. Ja, braver Knopf. Ja, fein gemacht. Toll. Oh. Oh. Kann ich wirklich so hin und her ändern. Okay, die Tür geht scheinbar automatisch auf. Hallo. Dann könnten wir hier wieder hochgehen. Wir müssen hier wieder hochgehen. Rechts geht die Tür auf, habe ich gerade gehört. Aber was
finden wir links von dem ganzen Getue eine Geheimtür. Vielleicht sollte ich mich auf die andere Seite stellen. Noch nicht direkt auf der Tür. Okay, dann kommen wir in den Raum zurück. Cool, und dann können wir so mehrfach im Kreis laufen. Das, da frage ich jetzt natürlich mal kurzzeitig nach dem Sinn. Oder, nee. Wenn ich jetzt hier drücke, dann geht die Tür recht so langsam zu. Genau. Da haben wir noch eine Kette, okay. Ah. Okay, wir brauchen wieder so eine Planke oder irgendwie so ein Brett, was oben schwimmt. Müssen wir das von hinten nehmen? Nein, oh nein, nein, nein. Ich habe nur Shift zum Rennen gedrückt, weil ich ein Idiot bin. Ach so, okay. Das Wasser muss erst steigen, dass wir sehen können, was hier unten dann los ist. Oder? Oder, ach nee, Moment, wir machen das folgendermaßen. So. Schaffen wir das? Ja. Dann muss man das so machen. Okay. Und hier kriegen wir möglicherweise ein Brett. Mit diesem sehr geheimnisvollen Licht, was plötzlich reinstrahlt und dann auch wieder nicht. Gefällt mir, gefällt mir. Ich mag sowas auch im echten Leben. Sind es die Aliens mit ihren Disco-Kugeln? Eins in den Chat, wenn ihr denkt, dass es Aliens sind. Wow, was eine coole Rolle. Nice Animation. So. Ist da hinten schon wieder so ein Überwachungszeug? Nee, ist das ein Zug? Ein längerer Bus? Ein Zug. Ein Buszug. Ah, da haben wir unser Alienlicht. Das war, glaube ich, maximal behindert, was ich gerade gemacht habe. Das sind wirklich Aliens. Ja, nehmt mich auf euer Raumschiff. Wow. So. Gut, wir gehen jetzt hier ein bisschen mit dem Lichtpegel. Bruder. Das war gerade ein bisschen blöd zum Steuern. Wir nehmen noch eine extra Runde. Und. Hä? Oh, ist das dumm zum Steuern. Wir brauchen noch 3, 4 Durchgänge. Hä? Nein. Oh, ist das kacke. Sorry. Sorry, ich wünschte auch, ich wäre geschickter darin, Hebel zu betätigen. Boah, hä? Das ist maximal kacke. Das ist maximal bescheuert. Ich wollte so mit WASD im Kreis drehen. Dann drehe ich... Ich habe keine Ahnung, wie ich drehen soll. Ich muss das Ding ja runterkriegen und dann selber irgendwie reinspringen, ne? Mich selbst in den Käfig verfrachten. Ah,
Okay, wenn ich S und W drücke, dann drehe ich das scheinbar immer kontinuierlich nach oben. Das ist natürlich genau die andere Richtung, wenn ich es haben will. Also drücke ich mal die anderen Tasten. Ah, okay. Mit D und S gleichzeitig funktioniert das Ganze viel spaßiger. Oh, ist das ekelhaft. So, aber ich glaube, jetzt haben wir es. Wobei, ich könnte auch auf den Käfig springen. Ich will auf den Käfig. Dann lasse ich nochmal ein klein bisschen weiter runter. Ja, wir können nur in den Käfig. Was geht, Boys? Ah, okay, wir können durch. Gut. Nicht so gut, nicht so gut, nicht so gut. Hi, Boys. Ihr seid meine Gang, meine Groupies. Ich hab euch so lieb, ich würde euch am liebsten nicht verlassen, aber ich tue es doch. Gut, da haben wir eine neue Luke. Ich nenne sie Luke Skywalker. Ha! Oh. Oh. Solche seid ihr mir. Plopp. Ich hätte vielleicht auch noch weiter nach rechts gekonnt, aber lass mir es gut sein. Krachen wir wieder ein? Oh! Passt, aber ich sehe auch keinen anderen Weg als hier. Will ich so weit nach unten klettern? Ich habe gerade den frischen Duft der Fastfreiheit gerochen. Naja, dann fühle ich mich halt hier wie zu Hause.